Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir mal ausprobieren, ob wir mit dem Glücksspiel reich werden können. Und dazu habe ich mir jetzt ein Casino mit Einsätzen rausgesucht. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an. Wir payen dem Typen einfach mal 2.000 $ und sagen mal auf grün, 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 grün. Ja, dann payen wir ihm nochmal 2.000, sagen nochmal auf grün. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer es war, ein Casino ohne Mindesteinsatz zu finden. Auf Citybet 1 gibt es wirklich nur Casinos, die mit Mindesteinsatz spielen. Das hasse ich wie die Pest, Leute. Wirklich, Mindesteinsatz so von 3.000 Dollar, das geht mir auf den Sack. Wirklich. Das ist einfach kacke. So, weiß, wohl. Nein, das ist so. Kommen wir. Also, ich will in diesem Video wirklich ausprobieren, ob man jetzt reich werden kann oder ob man wirklich dabei einfach aufgeht. Dazu habe ich mir heute auch wieder 10k rausgesucht, Leute. Mal sehen, wie das jetzt wird. Payen wir ihm nochmal 2.000 und sagen weiß. Komm, jetzt muss es doch auch mal weiß sein. Digga, das gibt's doch gar nicht. Ist das manipuliert? Weiß. Weiß. Komm. Wo ist der? Oh, zum Glück ist das auf weiß gelandet. Wir können ihm nochmal 2.000 sagen. Ja, wir sagen weiterhin mal weiß. Und weißer. Ich weiß. Ah, ist jetzt wieder auf grün gelandet. Das gibt's doch nicht so oft, wie das auf grün gelandet ist. Jetzt weiß, komm. Ey, wenn das jetzt wieder auf grün landet, dann war's das wirklich komplett. Oh, das ist wieder zum Glück. Seht ihr, das meine ich halt. Es ist immer kurz davor und dann kriegt man wieder Kohle. Zwei grün. Komm, jetzt wechseln wir auf. Jetzt landet es auf weiß. Wette ich mit euch. Jetzt landet das auf weiß. Ich wette es mit euch. Jetzt ist es auf schwarz gelandet. Das ist ja auch. Ist ja mal was ganz Neues. Pay und dann sagen wir mal grün. Grün. Oh, zum Glück ist es auf grün gelandet, Leute. Ich bin ja kurz immer davor, pleite zu gehen. Pay und sagen wir mal wieder grün. Komm, grün. Grün. Ja, ne, es ist auf weiß gelandet. Hey, und sagen wir wieder grün. Komm. Die ganze Zeit ist jetzt auf grün gelandet. Jetzt landet es nur noch auf weiß. Ich wette es mit euch. Ja, jetzt wird auf weiß. Warte. Also, ich hole jetzt mal noch 5k raus. Aber dann war es das auch, Leute. Und ihr glaubt gar nicht, ich finde diese Casinos eigentlich gar nicht so schlecht, um mal ganz kurz Geld zu vermehren. Aber so. Als wirkliche Geldeinnahmequelle würde ich das jetzt nicht sagen, dass das gut ist, weil. Man verbaut sich damit eher seinen Ruf. Und wie? Item Clear kurz. Ja. Yeah. Okay. Ja, dann warten wir mal kurz, bis Item Clear ist. Und zwar auf Citybet 1 müsst ihr euch wirklich vorstellen, es sind überall diese Kack-Mindesteinsätze. 5k, 25k, wo ich mir so denke, nee, Digga, mach ich nicht. Warum? Das geht mir irgendwie auf den. Ja. Okay. Und 2k, grün, 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 grün. Ist es wieder nicht auf grün? Ja, machen wir mal. Okay. Z-Max 1000 und sagen wir mal wieder grün. Komm, grün, grün, jetzt. Jetzt ist es wieder auf weiß. Okay, danke. War's. Okay, danke, das war's. So. Wie ihr schon seht, Leute, ich habe jetzt in kürzester Zeit habe ich 17 oder nee, 18.000 Dollar habe ich jetzt hier verbrannt. Wie man sehen kann, war das jetzt ein recht teures Experiment. Aber was ich muss sagen, das Teil ist ja noch recht fair aufgebaut. Ja, das hat so schwarz außenrum, aber sonst ist das eigentlich recht fair, hat keinen Mindesteinsatz, sonst keine Regeln. Kann man sich eigentlich, ja, kann man einfach mal so zwischendurch mit einem K hingehen und einfach spielen. Aber so diese Dinger auf Citybet 1, wo die denn so 25k Mindesteinsatz haben, finde ich ein bisschen kacke. Was ich zum Beispiel auch noch besser finde als Drachenei-Spiel ist Blackjack. Falls ihr Blackjack nicht kennt, Leute, ist ganz einfach. Man muss das erst an 21 dran haben, um halt zu gewinnen. Und wenn man über 21 hat, hat man halt verloren. Da geht's wirklich. Ich finde, ich sogar teils noch ein bisschen fairer. Und ich sage euch so, wie es ist: Wenn ihr ein Casino betreiben wollt, entweder Drachenei-Spiel oder Blackjack, ich würde es euch aber nicht empfehlen, weil das Ding ist, ihr macht euch damit nur euren Ruf kaputt. Wenn Leute bei euch Hunderte, Tausende verzocken, dann sagen die am Ende: Ja, ihr habt mich gescammt, habt mir keine Runde Zusatz gegeben, ihr habt mir Gewinn nicht ausbezahlt, sonst was. Oder auch diese Kack-Kisten-Events, Leute.
ihr wisst nicht, was in diesen Kisten drin ist. Da können gefühlt nur dort drin sein, aber der verkauft die Kiste dann für 5k und sagt, da ist, keine Ahnung, irgendwo ein Iced Out QX drin, denn halt. Oder sagen wir, ein Spawner ist da drin, ja? Gibt's alles und dann ist da halt vielleicht nur was für $1000 drin und der Typ hat 4k Gewinn gemacht. Also, falls ihr wirklich bei Küfer Games ein Casino betreiben wollt, überlegt es euch wirklich zweimal und überlegt euch, was ihr betreibt. Entweder Blumencasino, Drachenei, Blackjack oder diese Kisten-Events. Oder macht komplett was anderes. Erfindet was Neues, wo die Leute wirklich denken, es ist fair, es geht fair zu und ihr bescheißt mich nicht. Aber ich kann euch eins sagen, wenn die Leute Geld verlieren, dann denken die immer, ihr bescheißt. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video zeigen, dass man durch Drachenei-Spielen nicht gerade reich wird, weil ich habe gerade 18.000 verzockt. Es kann natürlich auch sein, dass ihr jetzt, sag ich mal, 25.000 gewinnt. Aber das Ding ist, wenn ihr 25.000 gewinnt, denkt ihr euch so, ja, ich kann noch mehr haben, ich verzocke jetzt alles. Wenn ihr wirklich beim Drachenei-Spiel, sag ich mal, Geld gewinnt, ich sag mal jetzt überspitzt 100.000 und ihr habt mit 5.000 angefangen, geht, wenn ihr 100.000 habt, weg. Das wird danach nur noch schlechter. Kann ich euch sagen, so wie es ist. Gut, ich würde euch sagen, wenn euch dieses kleine Video dazu gefallen hat, zu dem Thema, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.